Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Cassandra und in diesem dritten Teil zu Unterrichtskonzepten geht es um den geöffneten Sportunterricht mit einem integrativen Methodenverständnis. Und am Ende erfolgt eine Zusammenfassung der Inhalte zu Unterrichtskonzepten aus Teil 1, 2 und 3. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Frau Fischer. Sie hat in den ersten beiden Teilen von Professor Neuber eine Einführung in das objektorientierte und subjektorientierte Methodenverständnis im Sportunterricht bekommen. Lasst uns schauen, was es mit dem integrativen Methodenverständnis in einem geöffneten Sportunterricht auf sich hat. Herr Neuber, Sie haben erwähnt, dass ein Mittelweg zwischen einem objekt- und subjektorientierten Methodenverständnis existiert. Können Sie dies genauer ausführen? Gerne. Das integrative Methodenverständnis ist einem geöffneten Sportunterricht zuzuordnen. Beim integrativen Methodenverständnis ist sowohl eine Produkt- als auch eine Subjektorientierung vorhanden. Es geht damit um motorische als auch um überfachliche Kompetenzen. Zentral ist eine Formulierung einer guten Bewegungsaufgabe, was eine Kunst an sich darstellt und geübt werden sollte. Hierbei besteht die Herausforderung darin, zielorientierte Aufgaben zu stellen, die auf verschiedenen Wegen bearbeitet und gelöst werden können. Den Lernenden ist über die Aufgabenstellung also ein erkennbarer und verständlicher Handlungsrahmen anzubieten, der im Hinblick auf die Zielsetzung der Stunde bzw. Aufgabe gleichermaßen Handlungsorientierung gibt und Handlungsalternativen zulässt. Daher sind innerhalb eines vorgegebenen Rahmens vielfältige Lösungsmöglichkeiten nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Auf der Inhaltsebene kann dieses integrative Methodenverständnis für alle Bewegungs-, Spiel- und Sportformen angewandt werden. Wir sprechen auch von Sport in einem weiten Verständnis. Selbst bei normierten Sportarten findet dieser Ansatz oftmals Anwendung, wenn das Sollbild der Technik induktiv erarbeitet werden soll. Zum Beispiel, wenn bei einem problemorientierten Einstieg die zentralen Bewegungsmerkmale einer bestimmten Technik von den Lernenden selbst erarbeitet werden. In diesem Fall stellt dieses induktive Verfahren die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit des Schülers in den Vordergrund und nimmt dafür Umwege im Lerngeschehen in Kauf. Dafür werden unter anderem grundlegende Methoden und Urteilskompetenzen mitgefördert. Umgekehrt können Bewegungsaufgaben als Hilfestellung genutzt werden bei einem subjektorientierten Vorgehen, wenn der Spielraum einer Bewegungsanregung für einzelne Lernende zu groß ist und somit zu einer Überforderung führt. Dann kann mittels einer Bewegungsaufgabe der Rahmen etwas eingeengt werden und dadurch werden gleichzeitig Impulse für eigene Bewegungslösungen geliefert. Die Bewegungsaufgabe ist also ein Mittelweg zwischen offenen und geschlossenen Unterrichtskonzepten, weshalb es in meinen Augen mit die wichtigste methodische Maßnahme im Sport ist. Dabei gibt die Lehrkraft zwar einen klaren Rahmen vor, den Lernenden werden jedoch Handlungsspielräume für eigene Lösungen eingeräumt in den Phasen des Erprobens, Übens, Gestaltens und so weiter. In diesen Phasen können dann bei Bedarf Bewegungshilfen eingesetzt werden und unter Umständen kann in späteren Phasen auch eine sachorientierte Bewegungskorrektur vorgenommen werden. Im Idealfall kontrollieren sowohl Lehrende als auch Lernende den Lernerfolg, zum Beispiel durch kriteriengeleitete Feedbackbögen bzw. Kompetenzraster. Wie sieht ein idealtypisches Vorgehen bei einem integrativen Methodenverständnis aus? Anders als bei einem geschlossenen Konzept wird bei einem integrativen Methodenverständnis zunächst keine Bewegungsanweisung, sondern eine Bewegungsaufgabe gestellt. Eine Bewegungsaufgabe zum Dribbling beim Basketball könnte folgendermaßen lauten: Dribbelt den Ball an einem von euch festgelegten Ort in der Halle mit eurer starken Hand. Achtet darauf, dass ihr ausreichend Platz habt und den Ball maximal bis zur Hüfte dribbelt. Es wird also kein Sollbild im Detail demonstriert. Die Lernenden suchen selbst nach Lösungen und erproben ihre vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten, allerdings innerhalb des vorgegebenen Rahmens. Nach einer Weile des Suchens und Erprobens können je nach Leistungsstand weitere präzisierende Bewegungsaufgaben folgen. Zum Beispiel achtet dabei auf die Beugung eurer Knie oder den Kontakt des Balls mit euren Fingerkuppen. In einer solchen sportorientierten Auslegung einer Bewegungsaufgabe kann eine beste Lösung von einem Heranwachsenden herausgestellt werden, die der Zielbewegung sehr nahe kommt bzw. diese trifft.
Dann beschreibt die Schülerin bzw. der Schüler mit eigenen Worten ihre bzw. seine Lösung und demonstriert diese. Auf diese Weise erhält der im Mittelpunkt stehende Lernende Anerkennung und die anderen Lernenden werden aufgefordert, diese Bewegungen nachzuahmen und zu üben oder weiter nach eigenen Lösungen zu suchen. Ebenso kann von vornherein ein Kompetenzraster mitgegeben werden. Dieser kann, je nach Adressatengruppe, Kriterien wie unter anderem Fußstellung, Kniebeugung, Hüftstellung beinhalten und die Lernenden erhalten ergänzend zur zuvor genannten motorischen Bewegungsaufgabe die kognitive Aufgabe zu den jeweiligen Kriterien, die idealtypischen Bewegungsausführungen, zum Beispiel in Partnerarbeit, zu beschreiben. Nach einer kognitiven Zwischenreflexion der Ergebnisse kann in die Phase des Übens und Anwendens gegangen werden. Während bei dieser Variante der Bewegungsaufgabe tendenziell das Ziel ist, zu einer idealtypischen Lösung hinzuführen, können Bewegungsaufgaben auch mehrere Lösungen zulassen. Beispielsweise, wenn die Bewegungsaufgabe lautet: Passt den Ball mit einer oder beiden Händen so zu euren gegenüberstehenden Partnerin, dass diese den mit beiden Händen auf Brusthöhe fangen kann. In diesem Falle wären im Sinne der Aufgabe ein beidhändiger Brust- oder Überkopfpass ebenso erlaubt wie ein einhändiger Bodenpass. Solche Beispiele sind unter anderem auf eine individuelle Gestaltung einer Bewegungsaufgabe, zum Beispiel beim Tanzen, übertragbar. In einer künstlerisch-pädagogischen Auslegung zielen Bewegungsaufgaben auf das Entwickeln eigener Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Tanz- oder Bewegungstheater. Eine Bewegungsaufgabe zu verschiedenen Gangarten könnte so lauten: Probiert verschiedene Arten des Gehens aus. Ihr könnt zum Beispiel vorwärts oder rückwärts mit O-Beinen oder X-Beinen mit geradem oder vorgebeugtem Oberkörper gehen. Am Ende sollt ihr zwei Geharten zeigen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Der entscheidende Unterschied zu einer Bewegungsanweisung liegt darin, dass zwar eine Zielvorstellung existiert, diese aber viele Lösungsmöglichkeiten zulässt. In diesem Fall sollen zwei Geharten gezeigt werden, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Es wird jedoch keine exakte Bewegungsbeschreibung geliefert, da viele unterschiedliche Gangarten erlaubt sind. Gerade in dieser Auslegung der Bewegungsaufgabe sind vielfältige, individuelle Lösungsmöglichkeiten ausdrücklich erwünscht. Während des Übens und Gestaltens können verschiedene Formen der Bewegungshilfe eingesetzt werden, unter anderem Differenzierungsmaßnahmen. Unter Umständen kann auch eine Bewegungskorrektur erfolgen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine normierte Bewegungslösung auf einem induktiven Wege angestrebt wird. Zum Beispiel, wenn eine normierte Bewegung beim Ballett oder vorher in einer Choreografie festgelegte Bewegung beim Tanz- bzw. Bewegungstheater geübt werden soll. Wie beim geschlossenen Unterrichtskonzept wird den Lernenden dann am Ende der Einheit oder in einer der weiteren Unterrichtsstunden Gelegenheit eingeräumt, das Sollbild zu demonstrieren und es variabel in verschiedenen Situationen anzuwenden. Auch nicht normierte Bewegungslösungen können vorgestellt und reflektiert werden. Dieses integrative Methodenverständnis bezeichne ich als Königsweg, wenn es darum geht, beide Seiten des Doppelauftrags zu erfüllen. Die Bewegungsaufgabe kann innerhalb von allen fachdidaktischen Konzepten Anwendung finden, also sowohl beim Sportartenprogramm als auch beim ästhetischen Ansatz und dem sozialökologischen Konzept. Sie werden dann aber zum Teil unterschiedlich ausgelegt. Das an dieser Stelle weiter auszuführen, würde aber den Rahmen sprengen. Die skizzierten Beispiele zu den eben erwähnten zwei Auslegungen der Bewegungsaufgabe soll an dieser Stelle reichen. Die Beispiele von Ihnen haben mir schon geholfen. Danke. Wenn ich das richtig interpretiert habe, sprechen viele Gründe für einen offenen Unterricht. Durchaus. Die Argumente für einen geöffneten Sportunterricht liegen auf der Hand. Mit einem geöffneten Sportunterricht können fachliche und überfachliche Kompetenzen vermittelt werden. Außerdem erhalten die Heranwachsenden weit mehr Gelegenheit zur Partizipation. Zudem besteht eine Offenheit für subjektive Lösungen und damit für einen subjektiven Sinnesbezug des Sich-Bewegens. Die Heranwachsenden können also unter anderem ihre eigenen Interpretationen, Ausdrucksmöglichkeiten und Motive für Bewegung, Spiel und Sport einbringen. Die Argumente gegen einen geöffneten Sportunterricht werden darin gesehen, dass insbesondere Novizen sich noch schwer tun mit einem flexiblen Umgang bei den Zielen, Inhalten und Methoden. Das Klammern an einen festen Unterrichtsplan erscheint auf den ersten Blick attraktiver und sicherer. Zudem benötigt das Erreichen von Kompetenzerwartungen mit einem geöffneten Unterrichtskonzept unter Umständen auch mehr Zeit. Entgegen verbreiteter Meinung sind die Anforderungen an die Sach- und Methodenkompetenzen bei den Lehrenden höher als bei der Vermittlung durch geschlossene Unterrichtskonzepte.
Die Lehrkräfte sind auf didaktisch-methodischer Ebene gefordert, auf die vielfältigen Lösungswege der Heranwachsenden individueller zu reagieren und passende Hilfen zu geben. Wenn wir es genau nehmen, können diese vermeintlichen Nachteile eigentlich als Vorteile interpretiert werden. Die Möglichkeit, während des Unterrichts flexibel zu agieren, erfordert von der Lehrkraft durchaus gewisse Kompetenzen. Dafür bietet sie weit mehr Potenzial für einen erfolgreichen und zufriedenen Unterricht. Eventuell können weniger Inhalte vermittelt werden. Dafür kann bei den exemplarisch vermittelten Inhalten meist ein tieferes Verständnis erreicht werden. Abschließend will ich erwähnen, auch wenn dies selbstverständlich klingt, dass auch in einem geöffneten Sportunterricht die Verantwortung für den Kompetenzzuwachs und die Sicherheit der Lernenden die Lehrkraft trägt. Das leuchtet mir ein. Geöffnete Unterrichtskonzepte erscheinen mir als die besseren Konzepte. Geöffnete Unterrichtskonzepte sind unerlässlich, wenn es darum geht, den Doppelauftrag des Schulsports zu erfüllen. Aber Vorsicht, es geht nicht darum, das eine Unterrichtskonzept gegen das andere abzuwägen. Teilweise werden diese Unterrichtskonzepte dogmatisch in einem Entweder-Oder-Ansatz diskutiert. Es geht aber darum, die Grundideen eines geschlossenen und geöffneten Unterrichtskonzepts zu verstehen und diese in ihrem Extremform als Endpunkte auf einem Kontinuum mit vielen Zwischenvarianten zu betrachten. Fakt ist, dass zum einen beide Ansätze grundsätzlich ihre Berechtigung haben. Der Einsatz hängt von der Zielsetzung ab. Zum anderen werden in der Praxis geöffnete und geschlossene Unterrichtskonzepte selten in ihrer Reihenform angewendet. Vielmehr ist für die Praxis ein angemessener Wechsel dieser Konzepte sinnvoll, nicht nur zwischen den jeweiligen Unterrichtseinheiten, sondern auch innerhalb einer Unterrichtseinheit. Funke Wienicke hat dies treffend formuliert. Die reale Situation in einem Sportunterricht bewegt sich in einem Fluss des Schließens und Öffnens, der sich der Verständigung der Beteiligten verdankt. Das klingt nachvollziehbar, aber haben Sie ein Beispiel für mich? Ja, klar. Nehmen wir eine Einführung in den Weitsprung. Hier können in einer Erprobungsphase zu Beginn anhand einer Bewegungs- und Beobachtungsaufgabe vielfältige Bewegungserfahrungen gesammelt werden. Nach einer Diskussion und Erarbeitung von erfolgsversprechenden Bewegungsmerkmalen in einer Zwischenreflexion kann dann im ersten Fall eine präzisere, weiterführende Bewegungsaufgabe erfolgen. Ab diesem Punkt könnte aber auch im zweiten Fall eine präzisierte Bewegungsanweisung formuliert werden. Dies ist nur ein Beispiel für einen Fluss des Schließens und Öffnens während einer Unterrichtseinheit. Verstehe. Im ersten Fall liegt eine Umsetzung eines durchgängig integrativen Methodenverständnisses vor. Im zweiten Fall wäre das integrative Methodenverständnis eines offenen Unterrichts mit einem geschlossenen Unterrichtskonzept kombiniert. Ja, genau, Sie haben es erfasst. Wir haben nun Bewegungsanweisungen, Aufgaben und Anregungen besprochen. Können Sie uns Tipps zur Formulierung geben? Das ist ein wichtiger Punkt. Das sollten wir noch besprechen. Bewegungsanweisung, Aufgabe und Anregung sind methodische Maßnahmen bzw. Aktionsformen, die eine deutliche Auskunft darüber geben, welches Unterrichtskonzept umgesetzt wird bzw. welches Methodenverständnis verfolgt wird. Gute Formulierungen für Bewegungsanweisungen und Anregungen und insbesondere Bewegungsaufgaben sind unerlässlich und sollten unbedingt geübt werden. Eine gute Formulierung für alle drei Aktionsformen sollte sprachlich, verständlich und entwicklungsadäquat sein. Das heißt, auf die sprachlichen Fähigkeiten der Adressaten abgestimmt sein. Dies gilt bei der Bewegungsanweisung insbesondere für die präzise Beschreibung der Bewegungsausführung. Eine gute Formulierung beinhaltet möglichst eindeutige Operatoren, die eine klare Richtung vorgeben und damit die Aufmerksamkeit auf bedeutsame Aspekte einer angesprochenen Kompetenz lenken, wie unter anderem probieren und zeigen. Zusätzlich sollte die Formulierung so kurz und prägnant wie möglich sein. Danke, Herr Neuber. Nun weiß ich, was ein geschlossener und geöffneter Unterricht ist, was die Vor- und Nachteile sind und habe Hilfestellungen erhalten, wie ich sie in der Praxis umsetzen kann. In Zukunft werde ich, je nachdem, was mein konkretes Ziel für die jeweilige Einheit ist, mich bewusster für einen eher geschlossenen oder geöffneten Sportunterricht entscheiden und dabei fließende Übergänge gestalten. Das freut mich. Wollen Sie das bisher Thematisierte zusammenfassen? Gerne. Unterrichtskonzepte und die dazugehörigen Methodenentscheidungen sollten nicht dogmatisch im Sinne von Gegensatzpaaren dargestellt werden. Zum Beispiel geschlossen gegen offen oder deduktives gegen induktives Verfahren.
Vielmehr ist es erforderlich, mit Blick auf die Zielsetzung einer Stunde und die Kompetenzen der jeweiligen Lerngruppe das gesamte Methodenspektrum zu nutzen. Die objekt- und subjektorientierten Methodenverständnisse sind jeweils als Endpunkte auf einem Kontinuum mit vielen Zwischenvarianten zu betrachten, die je nach begründetem Anliegen des Unterrichts ihre eigene Berechtigung haben. Zwischen einem Unterrichten durch Vorgeben in einem objektorientierten Methodenverständnis, das auf mehr oder weniger normierte Bewegungsformen mit einer Lösungsmöglichkeit auf der Grundlage von Bewegungsanweisungen abzielt, und einem Unterrichten durch Anregen in einem subjektorientierten Methodenverständnis, das unbegrenzt viele Bewegungsmöglichkeiten auf der Basis von Bewegungsanregungen anstrebt, gibt es eine vermittelnde Position. In einem integrativen Methodenverständnis zielt das Unterrichten durch Aufgeben auf vielfältige Aufgabenlösungen innerhalb des Rahmens, der durch eine Bewegungsaufgabe vorgegeben wird. Der Bewegungsaufgabe kommt damit eine Mittlerposition zwischen produkt- und prozessorientierten, deduktiven und induktiven Unterrichtsweisen zu. Die Bewegungsaufgabe ist damit, wie Sie sagen würden, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste methodische Maßnahme zur Steuerung des Sportunterrichts. Dieses Methodenspektrum kann und sollte in der Praxis nicht nur bei verschiedenen Themen und Unterrichtsreihen zur Anwendung kommen, sondern ebenso gewinnbringend innerhalb einer Unterrichtsstunde bewusst und zielorientiert eingesetzt werden. Wenn das gesamte Methodenspektrum von geschlossen bis geöffnet genutzt wird, ist das eine erfolgversprechende Voraussetzung zur Erfüllung des Doppelauftrages des Schulsports. Respekt, Frau Kollegin. Besser hätte ich das auch nicht formulieren können. Nun seid ihr an der Reihe. Stellt euch vor, ihr thematisiert in einer Sportstunde zur pädagogischen Perspektive Gestaltung mit einer dritten oder siebten Klasse eine Einheit zum Thema Ich gehe, ich stehe beim Bewegungstheater. Das Stundenziel lautet, die Schülerinnen und Schüler erkennen persönliche Merkmale ihrer Haltung und Gangart, indem sie sich selbst beobachten und durch Partnerarbeit eine kriteriengeleitete Rückmeldung erhalten. Deine Aufgabe ist es, zu dieser Unterrichtseinheit bzw. Zielsetzung nach einem integrativen Methodenverständnis ein idealtypisches Vorgehen zu skizzieren. Konkretisiere in einer Tabelle deinen Medieneinsatz und deine Organisationsformen, sowie deine methodischen Maßnahmen, auch Aktionsformen genannt, entweder zum Thema Stehen oder zum Thema Gehen. Recherchiere bei Bedarf idealtypisches Stehen bzw. Gehen. Viel Freude und Erfolg!